Hallo, hier ist Sandra Heim von Mama Revolution und dieses Video habe ich für dich gemacht, wenn du zu den vielen Frauen gehörst, die besonders am Anfang ihrer Selbstständigkeit die Angst haben, sich richtig sichtbar zu machen. Und in diesem Video möchte ich dir einen anderen Blickwinkel auf deine Angst vermitteln, denn ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass hinter dieser Angst auch etwas richtig Gutes verborgen liegt, weil sie auf Eigenschaften in dir deutet, auf die du stolz sein kannst und die du nutzen kannst, um dein eigenes Business voranzubringen. Eigenschaft Nummer 1 ist Bescheidenheit. Das heißt, du gehst nicht davon aus, dass du alle Antworten auf alle Fragen hast und du bietest auch keine Standard-Patentlösungen an, wie deine Kunden in 24 Stunden 440.000 Euro verdienen können, sondern du bist da bescheidener. Du bist vielleicht ein, zwei Schritte voraus und bist dir dessen auch bewusst. Und setzt diesen kleinen Vorsprung ein, um deine Kunden gut zu beraten. Und du arbeitest auch mit der inneren Weisheit deiner Kunden. Das heißt, wer zu dir kommt, darf ausreden. Wer zu dir kommt, darf sich selbst erforschen. Und du gehst sehr achtsam mit dem inneren Wissen deiner Kunden um und versuchst es nicht vorschnell zu überlagern mit irgendwelchen Tipps und Ratschlägen, die du einbringst, bevor dein Gegenüber überhaupt schon richtig ausgeredet hat. Und das gilt auch dafür, falls du nicht in der 1:1 Beratung tätig bist, sondern digitale Produkte oder andere Produkte, Workshops oder sowas herstellst. Deine Bescheidenheit wird sich überall sichtbar machen. Und das ist ein großer Vorteil, das ist ein Vorsprung, den du gegenüber anderen Menschen hast, die nicht so ticken. Nutze diese Bescheidenheit, ehre sie und nähre sie. Die zweite Eigenschaft, die ich dir vorstellen möchte, ist Kooperationsfähigkeit. Das heißt, wenn du Angst hast, dich sichtbar zu machen, dann liegt das daran, dass du vielleicht denkst, oh Gott, wie kann ich mich hier als Expertin positionieren, wo es schon so viele andere Menschen gibt mit so tollen, ähnlichen Angeboten. Und du denkst, du müsstest, um dich als Expertin positionieren, da irgendwie in Konkurrenz mit den Leuten treten. Und das ist dir zuwider, weil du aus einer ganz anderen Ecke kommst. Du möchtest nicht mit Ellbogen vorwärts marschieren, das kannst du wahrscheinlich gar nicht, sondern du bringst ein natürliches Kooperationstalent mit und das kannst du einsetzen. Das heißt, dass du deinen Unwillen zur Konkurrenz transferierst ins Netzwerken und ins Kooperieren. Und gerade jetzt, die Online-Welt hält dazu alle Möglichkeiten bereit, weil Online-Unternehmer unterstützen sich. Wir empfehlen uns gegenseitig, Blogger bloggen, Gastbeiträge, man geht Affiliate-Partnerschaften ein und all das ist am Aufblühen. Das heißt, du bist genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, du musst nicht in Konkurrenz mit irgendjemandem treten, aber du kannst dein Talent nutzen, um zu netzwerken und um zu kooperieren. Und die dritte Eigenschaft nenne ich den Mentorenfaktor. Das heißt, die Angst, sich sichtbar zu machen, hat ja auch meistens so diesen Teil, dass man Angst davor hat, Kritik zu ernten. Ja, oh Gott, was ist, wenn ich mich sichtbar mache? Und dann auf einmal sagen ganz viele Leute, das finden sie total doof oder was auch immer. Und das heißt, dass du jemand bist, der sehr achtsam ist mit den Worten, die er wählt und auch mit der Kritik, die er gibt. Ich bin mir sicher, du gibst keine zerstörerische Kritik. So wie du würdest niemals so eine typische Hater-E-Mail schreiben oder so ein typisches Hater-Kommentar ablassen, sondern du achtest darauf, dass du respektvoll mit deinen Menschen umgehst und dass du auch, wenn sich jemand zeigt und es ist vielleicht noch nicht so perfekt, dann würdest du konstruktive Kritik äußern, sodass diese Person weiter wachsen kann und sich aufgebaut fühlt und du würdest diesen kreativen Impuls nicht im Keim ersticken. Das ist eine Eigenschaft, die dich prädestiniert dafür, deine Kunden glücklich zu machen und deine Kunden werden das sehr in dir schätzen, weil du dich auf ihre Stärken konzentrierst und dann können sie in deiner Gegenwart oder mit dem Angebot, das du anbietest, auch viel schneller wachsen. Und darauf kannst du stolz sein, dass du das alles mitbringst und dass sich all das hinter deiner Angst, sich sichtbar zu machen, verbirgt.
Also wenn sich diese Angst das nächste Mal meldet, dann denk an das, was ich dir gerade mit auf den Weg gegeben habe. Nimm es in dein Herz auf, sei stolz auf dich und dann überleg dir, okay, was ist der nächste Schritt, um mich sichtbar zu machen? Was ist der nächste Schritt, den ich jetzt gehen würde, wenn diese Angst nicht da wäre? Oder wenn ich diese Angst einfach als Zeichen dafür sehe, dass ich gute Eigenschaften besitze, von denen meine Kunden nur profitieren können. Okay, das war's schon für heute. Wenn dir mein kleiner Vortrag gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Kommentar von dir. Vielleicht möchtest du mir und den anderen Müttern mitteilen, was dein nächster Schritt ist, um dich noch sichtbarer zu machen. Und vielleicht können wir dich ein bisschen darin unterstützen, in den Kommentaren diesen Schritt jetzt zu wagen. Also, ich würde mich total freuen, bald von dir zu lesen oder jetzt gleich von dir zu lesen unten in den Kommentaren. Und wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.